Hi Freunde und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich muss mich jetzt selber erstmal wieder zurechtfinden, weil ich kann wieder keine Ahnung habe, wo wir stehen geblieben sind, da wir die letzten Tage die Welt auf den Server umgelegt haben und ich, wie ihr seht, auch das Texture Pack jetzt endlich aktiviert habe, weil ich vorher irgendwie zu doof dazu war. Muss ich jetzt einfach erstmal schauen, wie es hier weitergeht. An den Servereinstellungen bin ich auch noch ein bisschen am Rumwursteln. Die gefallen mir noch nicht so ganz, weil die Sichtweite mir einfach zu gering ist. Ihr seht ja, man sieht eigentlich einfach nur dieses kleine Viereck hier. Und das gefällt mir nicht. Also ein bisschen mehr... Au, könnte ruhig sein. Au! Mann, jetzt fliegt man hier erstmal im Berg runter. Wollte man doch eigentlich nur geschwind ins Bett liegen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Könnte meines Geschmacks nach ein bisschen mehr sein. Bin ich jetzt doof? Wieso komme ich hier jetzt nicht mehr hoch? Hä? Gehen wir einen anderen Weg halt. Okay, ich stelle mich gerade an, wie wenn ich das erste Mal hier hochkletter. Ja, jedenfalls die Servereinstellungen, da sind wir noch ein bisschen am Rumwursteln. Ansonsten hat sich das schon für uns gelohnt, weil es einfach auch ein bisschen flüssiger läuft. Und weil wir hier zu zweit spielen, habe ich es vorher im lokalen Netzwerk geöffnet. Und dann musste immer einer online sein. Und pipapo. So wird das Ganze doch schon angenehmer. Jetzt gehen wir mal ins Bett. So, hier ist irgendwo ein Skeletor noch in der Nähe. Der gerade hier irgendwo stirbt, glaube ich. Hallo Zombie. So, wo ist der Skeletor gestorben? Ja, weil gerade hier hat man eigentlich so eine schöne Aussicht. Ihr erinnert euch ja da hinten. Ist, das war knapp, Gesundheit, die Höhle und der Berg, wo ich eigentlich noch hin wollte, mit dem Wasserfall, und das müssen wir einfach noch alles einstellen, aber jetzt gibt es erstmal für euch neue Folgen, und da machen wir jetzt weiter. Wieso habe ich hier eigentlich Schnee in der Bude? Das ist auch eine ziemlich berechtigte Frage. Erstmal hier den ganzen Schnee wegmachen. Weiße Teppich habe ich noch nie gemacht, hinterlässt nur Flecken. So. Da ist noch eins. Hundis sind hier auch noch am Start. Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich den Wasserfall hier noch irgendwie vergrößern kann. Ob das was bringt. Weil ehrlich gesagt ist der mir noch etwas zu klein. Ich glaube, so wie ich mir das jetzt direkt vorstelle, funktioniert das nicht. Ich muss dann wohl doch nochmal nach draußen. Und wahrscheinlich so hier zum Beispiel, genau, nochmal aufsetzen. Puh, das war knapp. Das ist noch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Noch nicht ganz so tosend und reißend. Aber ich denke mal, vielleicht wirkt das Ganze dann auch besser, wenn man hier, können wir schon mal direkt anfangen, alles wegmachen. Weil der soll ja hier entlang fließen. Ich hoffe, wir kriegen das so hin, wie ich mir das vorstelle. Weil Wasser fließt ja eigentlich, glaube ich, nur sieben Dinger weit. Und hier stoppt es ja schon, das heißt, hier wird es wahrscheinlich auch stoppen, genau.
müssen wir noch ein bisschen mehr Gefälle reinbringen. Und zur Not kann man ja aber, denke ich mal, auch hier mit noch ein bisschen Wasser nacharbeiten. Jo, ganz ruhig, du totes Lama. Der Händler war hier, hat seine Lamas hier abgestellt und jetzt ist er verschwunden. Keiner weiß, wo er hin ist und wir haben die Lamas hier am Start. Was war das? Natürlich ist da jetzt keine Erde drunter. So, wenigstens kann man jetzt hier schon mal so nach oben. Wenn ich jetzt hier ein Wasser hinsetze, ja, dann wird er größer. Hey. Ich muss mir jetzt mal hier eine provisorische Brücke bauen. Ja, da ist noch genug Erde am Start. So, jetzt habe ich hier mal eine provisorische Brücke, dass ich den Wasserfall eventuell noch ein bisschen vergrößern kann, weil so ganz gefallen tut mir das jetzt noch nicht. Ach Mist, ich habe hier draußen, glaube ich, ja auch einen künstlichen Brunnen, der einfach zugefroren ist. Ja, nice. Oh, erstmal wieder aufgetaut, ne? Jetzt da einen vierten Eimer am Start, perfekt. Oh, mal sehen, ob ich da jetzt überhaupt beikomme. Also ich denke, so sieht der Wasserfall dann gleich nochmal viel besser aus und ich weiß nicht, ob das Wasser dann vielleicht auch weiter fließt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber wenn nicht, machen wir einfach ein Gefälle unten irgendwie rein und dann passt das auch. Ups, das war jetzt nicht geplant, machen wir da noch ein. Ja, ich finde, künstlich Wasser anlegen ist immer schwierig, dass es natürlich aussieht.
wollte gerade noch sagen, ich sehe es kommen, wir stürzen hier noch in Tod, aber da ja das Wasser hier ist, sollten wir es überleben, wenn wir runterfallen. Schon gedacht, wir haben keine Spitzhacke dabei. Vereist hier einfach schon wieder meinen Brunnen. Wirklich weiter fließen tut es jetzt immer noch nicht. Mal gucken, ob wir vielleicht hier irgendwo noch ein bisschen nachhelfen können mit einer zusätzlichen Portion Wasser. Au. Autsch! Jetzt muss ich langsam ein bisschen aufpassen. Ich habe nur noch 3,5 Herzen. Und es wird, glaube ich, auch schon wieder dunkel. Aber wenn ich jetzt hat. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier ein Wasser hinsetze, kriege ich es dann zum Weiterfließen? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal nach oben, dass wir uns gleich nochmal ins Bett legen können und vielleicht irgendwo ein paar Thessalien abstauben können. Weile drei Herzen sind denn nicht gerade viel, ne? Ein schickes Bett hier. Ich bin noch nicht zu 100% zufrieden. Heideblitz, jetzt lebt dieser Skeletor hier auch noch. Ja, so werden wir es dann Stück für Stück einfach auffüllen müssen. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Das kann dann noch ein bisschen dauern. Diese Lamas, ey, diese Lamas, das ist kaum zu glauben. So, wie sieht es denn bei dir auf der Farm aus? Kann man da schon was schlachten? Nee, noch nicht, aber ich habe Gemüse zum Essen.
Dann komme ich dir mal Gemüse klauen. Ja, wie ihr hier seht, während ich mit dem Server rumgespielt habe, war sie schon richtig fleißig. Hat hier eine riesige Plantage aufgebaut. Hier schön mit Laternen und allem, Kürbisse, Kartoffeln, Karotten und hast du nicht gesehen. Und hier hat sie auch schon einen kleinen Bienes-Bio-Lädel. Lädele, wer lesen kann, ist klein im Vorteil.